ihr wieder dabei seid. Ich habe heute wieder eine Frage von einem Zuschauer für euch. Und zwar geht es darum, wie lange man Zeit hat, eine Vereinbarung mit dem Center zu widerrufen. Und zwar fragt Volker B. Volker ist nach 8 Jahren Vollerwerbsminderungsrente wieder zurück im Club, wie er sagt, und arbeitsfähig. Den Amtsärzten sei Dank, die können dich nicht nur in Rekordzeit fast ohne hinzusehen untersuchen, die können dich auch entgegen deines persönlichen Empfindens heilen. Von heute auf morgen bist du wieder arbeitsfähig, fast wie Jesus, aber das ist jetzt nicht das Thema. Volker B. hat nämlich einen Vorschlag für eine Strategie im Zusammenhang mit dem Kooperationsplan. Volker hat nämlich vor, möglichst viel Zeit bis zu seiner ersten Sanktionierung vergehen zu lassen. Er schreibt mit Bezug auf die gemeinsame Erstellung eines Kooperationsplans. Man könnte es sich dann ja doch nochmal anders überlegt haben und legt Widerspruch zu dieser Schiedsvereinbarung ein. Also in etwa wie ein Geständnis, das bei der Polizei abgegeben wurde, zu widerrufen. Und wenn das rechtlich möglich ist, sollte doch ein Widerruf bezüglich welcher auch immer mit dem Jobcenter getroffenen Vereinbarung auch möglich sein. Was denkt ihr, wer kennt sich aus? Der Kooperationsplan ist ja wahrscheinlich gar kein richtiger Bescheid, sondern ein rechtlich ganz unverbindlicher Schrieb. Auf welchem Weg, mit welchem Mittel kann man am besten diesen Schrieb widerrufen? Hat jemand Ideen und kann Volker B. helfen? Vielen Dank an euch fürs Zuschauen, vielen Dank an Volker für das Teilen seines Strategievorschlags, vielen Dank im Voraus für eure Beiträge, passt gut auf euch auf, bis bald und tschüss!